Ho, ho, ho. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing bei mir auf dem Kanal. Heute, Freunde, endlich ist es soweit. Wir haben insgesamt, glaube ich, 2 bis 3 Monate auf meine Messer gewartet und jetzt sind sie endlich da und ich freue mich riesig, die zum ersten Mal mit euch auszupacken. Ich selber habe die tatsächlich noch nie gesehen, immer nur auf Bildern und so weiter und so fort und jetzt sehen wir die zum ersten Mal gemeinsam an und ich freue mich mega. Aber bevor wir das tun, Frage ist ja auch, warum habe ich überhaupt ein Messer als Merchandise? Es liegt nicht daran, dass ich damit Leute abschlachten will oder so eine Scheiße, sondern es liegt einfach daran, dass ich einfach gerne meine Unboxing mit einem schönen Messer auspacke. Das heißt, diese Messer sind eigentlich Brieföffner und Paket öffnen, keine Messer zum Spielen oder um jagen zu gehen, Freunde. Es ist wirklich tatsächlich nur Messer, um Unboxings durchzuführen. Und so solltet ihr auch die Messer behandeln. Schon mal vorausweg, Freunde, ihr könnt das nicht unter 18 kaufen. Das heißt, ihr müsst immer beweisen, dass ihr 18 Jahre alt seid. Tut mir echt leid, aber so ist das Gesetz. Und ganz ehrlich, ich will auch nicht, dass Kinder mit meinem Messer spielen, wenn ich deiner verletze. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Ihr wisst ja, ich habe eine ganze Menge unterschiedliche Messer. Ich zeige euch mal ganz kurz. Das sind einmal die ganzen Versionen der Messer, die ich euch auch mal vorgestellt habe. Es gibt noch ein anderes, das ist ein Butterfly, aber die habe ich leider noch nicht. Das ist einmal hier ein Bowie Blue Steel, so sieht das aus. Ne? Ein Bowie Blue Steel. Dann haben wir hier ein M9 Bayonet. Dann haben wir hier ein Huntsman Elite. Das hier ist einmal die Good Elite Tiger Tooth. Also Tigerzahn, wegen dem Ding hier oben. Ihr könnt damit irgendwie Seile oder so kappen oder sowas in der Richtung. Richtig cool. Dann haben wir hier einmal Flip Elite. Die kann man so zusammenklappen. Mal gucken, ob ich das hinkriege mit deiner Hand. Jawohl, so sieht's aus. Die Klinge selber ist länger als der Haltegriff selber. Könnt ihr damit auch jemand so BAMS. Und dann kommen wir schon zu meinem Favorit. Ein Karambitmesser, so sieht's aus. Und ich liebe Karambitmesser, nicht nur, weil man damit irgendwie Tricks machen kann und so weiter, sondern einfach, weil man damit am besten Pakete öffnen kann. Tatsächlich, ich liebe diese Messer, weil ich damit Pakete öffnen kann. Und außerdem sieht es einfach cool, wenn man so ein Paket aufmachen kann. Zack, zack, zack. Und es macht wirklich Spaß, damit Pakete aufzumachen. Und deswegen habe ich überlegt, ich mache mein eigenes Messer. Viele von euch konnten das schon vorbestellen, denn wir warten schon darauf ungefähr 2 bis 3 Monate. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid an die Leute, die so lange gewartet haben, aber ich konnte nichts dafür. Das war schon längst alles fertig. Es hat einfach ewig gebraucht, bis das Paket hier angekommen ist. Und für die Leute, die schon vorbestellt haben, werde ich jetzt ein paar Messer unterschreiben und ein bisschen ein paar Sachen mehr reintun. Als Entschädigung für die lange Wartezeit, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir packen mal die Messer aus. Und ja, ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich muss erstmal kurz die anderen Messer, ohne mich zu schneiden, auf Seite tun. Denn das wird vermutlich das letzte Mal, dass ich diese Messer hier verwende. Für, ja, wie sagt man denn, für ein Video, sondern ich werde ab jetzt nur meine Messer verwenden, ist ja ganz klar. So, ich würde sagen, ich leg die mal weg. Aber dieses hier brauche ich noch, denn ich werde das letzte Mal dieses Knife benutzen, um mein Paket aufzumachen. So, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer das Ding ist. Insgesamt 60 Knives sind hier drin. Ich habe 2 Pakete, das heißt, es gibt insgesamt 120 Messer zu kaufen und das ist tatsächlich Limited Edition. Es gibt nur diese hier. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Das heißt, wenn ihr selber gerne eine bestellen wollt, wenn ihr es cool findet, findet ihr den Link selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt öffne ich mal das Paket, Freunde. So, damit ihr was sehen könnt, lege ich das mal flach hin. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, wow. Wow, hier steht schon Tutu Army drauf. Das hole ich als erstes raus. Yeah, so, die andere kann man weg, du weißt, dass dasselbe ist. So, da ist es. Das ist die Verpackung, Freunde. Hashtag Tutu Army. Yeah, so muss das sein. So, jetzt öffne ich das mal. Yeah. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe die Verpackung selbst noch nie gesehen. Und wir haben hier tatsächlich nicht designt. Die Verpackung war schon vorgegeben. Die konnten wir nicht ändern. Nur das Messer selber. Und jetzt hole ich mal das Messer raus. Ihr kommt mal mit. Ein bisschen näher zu mir, oder? So, Freunde, da ist es. So sieht die Verpackung aus. Richtig nice. Karambit Elite. Das ist die Rückseite. Official Fate Gaze Partner. Was ich nicht ganz so cool finde, ist tatsächlich diese Adresse hier. Da kann man anscheinend so CSGO-Skins bieten und so weiter und so fort. Das finde ich tatsächlich nicht so cool, weil das war absolut nicht abgesprochen, dass das hier drauf steht. Aber gut, die Leute, die das hier kaufen können, sind sowieso nur 18-Jährige. Das heißt, die dürfen natürlich wetten und so weiter und so fort. Ich persönlich würde niemals Werbung machen für eine Wettseite. Deswegen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es da drauf ist. Aber gut, ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ich werde die Messer bestimmt nicht zurückschicken und nochmal 3 Monate drauf warten. Ich hatte selber nichts von Wettseiten. Aber naja, egal. So. Verpackung schiebst du so auf Seite. Oh, Fate Case Skins Get Real. So sieht die Verpackung aus. Von der anderen Seite nichts.
Von dieser Seite das Logo von Fake Gaze, auf der anderen Seite ebenfalls. Da oben steht noch einmal Karabit Elite. Oh, Freunde, jetzt geht's los. Wow, okay, hier nochmal die Scheiße, mach ich weg. Oh mein Gott. What the fuck ist das denn? Wollen die mich eigentlich verarschen? Ich bin richtig sprachlos, Leute. Machen wir noch eins. Oh Gott sei Dank. Wollen die mich verarschen? Ey, nach 3 Monaten, da kriegt man echt die Krise bei sowas, ne? Ich bin richtig abgefuckt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann öffne ich den scheiß Paket und da ist ein scheiß falsches Messer drin. Ich glaube, es tickt nicht mehr sauber. Okay, mein Messer ist hier drin. Wir machen nochmal eine Stichprobe. Hey, ich flippe hier gleich aus. Oh, Gott sei Dank. So, der erste Schock ist überwunden mal wieder. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Okay, so, weiter geht's. Okay, so. Da haben wir es. Karambit Elite. The Karambit originates back to the Minyan Kabao people. It was inspired by the claws of big cats. The Karambit Elite is the next generation of Karambit. With a bigger blade, an improved handle and a unique name tag. Unique name tag, das ist schon das Stichwort, Freunde. Ich hol das mal raus. Yeah. Der unique name tag ist genau das hier. Hashtag Tutu Army habe ich da reinmachen lassen. Hammermäßig. Hier sieht man schon ein bisschen von dem Design. Das ist der Druck, was ich auch auf meinen T-Shirts habe. So sieht das Messer aus. Das ist übrigens so ein Schutz. Wenn ihr zum Beispiel Tricks machen wollt, ist der Schutz überlebenswichtig, Freunde. Ihr solltet das Ding ja immer drauf haben, denn ich verspreche euch, wenn ihr Scheiße baut, erwischt euch das Karambit hier drauf und dann habt ihr ein Todesloch hier. Ich habe mich ein paar Mal verletzt. So. Mein Lieblingstrick ist der hier. Du drehst die Hand um, machst einmal diese Bewegung. Dann, so, dann ist es ungefähr in dieser Höhe. Dann drückst du das Messer wieder zurück. Und dann hast du es quasi wieder in der Hand. So, so. So, so. So, so. Ihr könnt das auch zweimal machen. Ups. Es ist Zeit, das Knife auszupacken. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Oh. Hammermäßig, ey. Genau so habe ich mir die vorgestellt. Hammermäßig. So sieht das Messer aus, Freunde. Wow. Das ist von der anderen Seite. Liegt perfekt in der Hand. Ah, scheint scharf zu sein, Freunde. Ich hole mal ein Stück Papier. So, testen wir mal, ob das Ding auch scharf ist hier. Oh yeah. Oh yeah. Zack. So, das Messer legen wir auf Seite und gucken nochmal, was im Paket drin ist. In dem Paket haben wir noch ein Schlüsselbandanhänger oder was auch immer das sein soll. Das ist eigentlich bei jedem Knife dabei. Das ist eigentlich ganz cool, aber benutze ich... tue ich das sicherlich nicht. So, in der Kiste haben wir sonst nichts mehr drin, das kann man zumachen. So, und ich muss natürlich jetzt noch die Leute entschädigen, die halt schon vorbestellt haben und seit 3 Monaten warten. Deswegen bekommt ihr tatsächlich noch Autogramm obendrauf, Freunde, und noch weitere Spielereien ins Karton. So, die erste Verpackung ist unterschrieben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich fast alle angepackt habe. Ist echt gar nicht cool, dass ich dieses Messer da drin gefunden habe. Ich hoffe, ich finde nicht noch mehr Messer drin ist. Denn jetzt haben wir nicht nur 120 Stück übrig, sondern wir haben jetzt nur noch 119 übrig. Besser gesagt 118, denn ich behalte natürlich selbst 1 oder 2. Mal gucken. Also wir haben insgesamt, sag mal, wir haben insgesamt 110 Messer übrig. Die alle anderen werde ich vermutlich ein bisschen verschenken oder behalten oder was auch immer. Ja. Normalerweise würde ich eine Verlosung zu dem Messer machen, kann ich aber leider nicht machen, weil, wie gesagt, das ist ab 18 und ich müsste jetzt genau überprüfen, wer da das Ding bekommt. Ich werde es so machen, wenn ihr bis zum 24. ein Messer kauft, wird einer von euch auf jeden Fall belohnt mit einem kostenlosen Messer. Das bedeutet, ihr bekommt das Geld zurück. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall das Unboxing, das kleine Mini-Review dazu. Bitte, 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 tut mir den Gefallen, spielt nicht mit dem Messer. Wenn ihr damit spielt, immer mit dem Schutz da rein. Auf jeden Fall, auch wenn ihr über 18 seid, bitte, 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 tut mir den Gefallen und spielt dem Messer so. So geht das super einfach. So könnt ihr mit dem Messer spielen, ohne dass ihr euch verletzt. Vertraut mir, dieses Ding, dieses spitze Ding wollt ihr nicht in euren Armen drin haben und das erwischt euch immer da. Und ich sag's euch, wenn das Ding eindrückt, dann drückt es mindestens einen Zentimeter rein. Und einen Zentimeter Klinge da drin haben, ist es nicht cool. Benutzt diese Messer nur, um Pakete, um Briefe zu öffnen. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Dafür sind sie gedacht und nicht für was anderes. Ich werde auf jeden Fall jetzt alle Messer öffnen und reingucken, ob da nicht wirklich noch mehr Messer von den anderen sind, von diesen Bananas drin sind. Und ja, ich hoffe nicht. Sonst wird die Stückzahl ja immer kleiner und das wäre echt schlecht. Naja, wie gesagt, das ist eine Limited Edition. Wenn ihr zu der Tutu Army dazugehören wollt, dann holt euch
euch das Messer und wie gesagt, einer von euch bekommt das Ding dann kostenlos oder das Geld erstattet. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten zu diesem heutigen Video. Auf dieser Seite kommt es zu weiteren lustigen Videos bei mir auf dem Kanal. Links und rechts, wenn ihr das auf den vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Vielen Dank und schneidet euch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.